Hallo, guten Abend, ihr lieben Zuschauer draußen. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Jana Schons auf der Suche nach neuen Abenteuern. Mein Name ist Justus König. Wir kannten also Jana Schons, der andere der Captain America, und dabei ist der Kumpel Fredrik Krüger, Jürgen Graf. Ah, ja, ich hab die Lampe noch und die liegen noch drin. Ja, gut, ja, ich bin dabei. Und wir sind gerade hier, Dreharbeiten, also gerade hier auf dem Kirchturm. Auf dem Kirchturm, auf. Das wäre bitte auf, in der Kirche nicht. Das ist die Kirchenruine Gotthard von Armerbach hinter Miltenberg. Das sind wir. Miltenberg oder? Miltenberg. Ach so, ich habe gesagt, wir sind schon die Wilden. Ja, die Wildenbergburgruine ist hier 5 Kilometer entfernt, wenn wir noch hingehen. Okay, ebenfalls, oder 5 Minuten entfernt, jedenfalls sind wir hier. Und ja, wir sind auf dem Aussichtsturm. Es ist abends, es ist 21 Uhr, wir haben vorhin was gegessen. Es ist schon 22.05 Uhr, sagt ja, mal Uhr. Ja. Und wir haben was gegessen. Und ja, und genießen die schöne Aussicht hier auf diesen ja, Gotthardberg. Und das war mal, war ich hier schon mal hier mit meinem Kumpel Sebastian Benz. Das war mal früher eine Raubritterburg. Dann wurde sie zerstört. Dann wurde hier ein Kloster draus gemacht, ein Frauenkloster oder sowas. Dann wurde die zerstört. Dann wurde daraus eine Kirche gebaut. Aus Ruinen, und dann hat da ein Blitz eingeschlagen. Dann war sie halt zerstört und hat man daraus eine Kirchenruine gebaut mit Dach und ja, Aussichtsturm. Und davor, vor dem Kirchturmruine, sind ein paar Gräber, ausgegraben. Das sind dann früher die Gewerbekeller von der Kloster oder von der Raubritterburgruine. Jedenfalls, es ist hier wunderschön, gell? Wunderbar. Und er ist gefahren, gell? Er? Du? Ach so, du, ich. Sein Auto ist ungeparkt? Nein, nicht das Auto. Der Herr Graf. Genau, da wo der Edeka ist. Genau, der Herr Graf hat das Auto geparkt. Wer hat geparkt? Der Herr? Graf. Genau. Ja, und da sind wir jetzt hier unterwegs, hier auf die Burgruine, also diese ja, Kirchenruine, wunderschön. Ja, wenn euch das Video gefällt, macht einen Daumen hoch, Like. Macht einen Daumen hoch, dann werden wir euch loben. Also das heißt dann, wir wissen, dass es euch gefallen hat. Ihr also, könnt euch das Video ruhig euren Freunden zeigen. Also, uns hat es schon gefallen. Und ja, weiter teilen. Ja, das ist... Ja. Wenn ihr merkt, wir sind hier wie bei den Ludolfs. Das ist da wie, ich kann mal sagen, wie bei den Ludolfs sind wir dann hier so. Gut, okay, die sind cool. Wir wollen ja hier jetzt übernachten. Genau. Hey, komm, geben wir mal den Rucksack hinten. Weißt du, was du denn hat? Uns beide, wie der Manni und der Uwe machen Ludolfs. Wir sind cool. Und ja, genau, wir sind hier. Ja. Und ja. Und genau, ihr könnt, wenn ihr wollt, das Kanal teilen, euren Freunden zeigen. Mein YouTube-Kanal, Jana Schons auf der Suche nach neuen Abenteuern. Erklär dir mal, was da meinst, dass die da so einen Pfeil nehmen und und lasst ein Abo da. Und die Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Dann werdet ihr nachher, wenn neues Video online ist. Und bei mir leuchtet er immer noch auf 2. Ich hab gedacht, das Auto geht schneller. Und dann, dann wenn. Er macht das so Spaß, dass er lustig hat. Dann habe ich auch eine Playlist, dass er aufgeräumt auf bestimmten Videos, die Themen, Beispiel Buckrinnen, alle unterwegs sind. Jetzt fragt er, warum wir nachts unterwegs sind. Nachts ist ein gruseliger Cooler und er hat keine Angst, gell? Ach, du fragst ihn auch. Du machst ein bisschen Pups und dann sind sie weg. Wir machen Pups. Ja, wir machen die Pups. Genau. Wir machen die. Nein, aber du bist der Meister. Ne? Du bist Meister des Kampfpupses. Ja, sind wir. Wir. Ja. Immer wenn ich nach dir gehe, ne, falle ich in Ohnmacht. Mach ich nie wieder, wenn ich keinen Pups. Ja, das sagst du immer. Du sagst selber. Ach, du meinst, dass ich Knoblauch gegessen habe? Knoblauch aus dem Mund. Knoblauch, ja. Dann ist mein Bellen schlimmer als beim Beißen. Ah, ja. Ja, genau, weil ich so Werbevorten bin. Nein, also wir sind hier oben, es kommen hier keine Massenmörder, sonst was. Bist du sonst sicher? Ich weiß bist du nicht. Vielleicht bist du einer. Sicher? Bist du einer? Sicher? Ebenfalls. Ich habe da drüben schon jemanden gesehen. Du, ich habe da drüben jemanden gesehen und ich habe noch gesagt, du sollst ihn fotografieren. Ja, hallo. Ja, drüben war bist du der schwarze Mann? Da drüben war er. Der schwarze Nein, Mann? Das war der Weiße. Oder bist du Wollergeist? Das war der Weiße. Gut. Es geht nicht immer, ja, es geht immer Weißen. Wir sind nicht auf der Suche nach Geister, das ist es nicht. Wir sind nur nachts einfach unterwegs, was schön ist, mal nicht am Tag, aber vorher mal halt keine Zeit gehabt. Ich habe heute auch Spritschicht gehabt, Nachtschicht meine ich, Nachtschicht gehabt heute. Nein, der Hauptgrund ist das, weil sie uns einfach das Licht von oben ausgemacht genau, haben. Genau, die haben es ausgemacht. Ja, also einfach.
Aber ich bin, keine Angst, wir sind genug geleuchtet. Dann habt ihr noch eine Möglichkeit, mich zu erreichen auf Instagram und TikTok. Mein Instagram-Name lautet Indiana Jones der Andere. Und mein TikTok-Name lautet Justus der Andere 13. Da könnt ihr mich folgen, schreiben und mich auch treffen, wie ihr wollt. Was habt ihr Möglichkeit, mich zu erreichen? Ich gebe dir einen Daumen, weil du es echt super gesagt hast. Genau. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Film. Schön. Es wird spannend. Bleiben Sie dran. Film ab in Action. Lasst uns das dunkle Abenteuer beginnen. Also das Rohr kann auch sehen, wie wir unten gegessen haben, gell? Das ist ein. Das beschweren sich noch die Burggeister. Ach du Scheiße. Warum die Polizei? Hallo, ich kann nichts dafür. Hallo, jetzt nicht. Später. Da bin ich nicht mehr da. Also, bleiben Sie dran, das ist spannend. Justus over and out. Bitte. Achtung, Flamme, geh an. Flamme, oh, mach jetzt wieder aus. Action, aus. Genau, das ist sein Wunder-Carf-Grill. Und wir sind hier auf dem Parkplatz. Bändler Parkplatz. Genau, von was? Was? Zum Essen? Wir haben jetzt hier unser Fleisch. Ja. Wir haben vom Metzger, der da drüben ist, der Edeka, in Ammerbach. Da hat der Edeka uns Fleisch gekauft. Bei Metzgerei. Frisches Fleisch, Hähnchenfleisch, 4 Hähnchenschenkel und 2 Schweineschüssel, gell? Und 4 Bratwürste und haben sie mit seinem Gasgrill und meine Pfanne ist rausgemacht. Das haben selber gewürzt mit hier Paprika. Extra scharf! Genau. Und? Ich hab ihm Pfeffer gegeben. Und die Zugabe war gesalzen! Genau. Mit Salz. Ah, und die Hauptspeise war etwas Tomatenketchup. Super, Tomatenketchup. Lecker, lecker, lecker. Und da ist unser Öl. Das waren unsere Gewürze. Ja, wir haben hier. Wir hatten ja unser Besteck gehabt. Das hässliche Brot. Und unser Abdrücke sind noch drauf. Ja, und unser Einwegzeug. Und dann haben wir noch was zum Saufen gehabt. Ja, so Mandarinen haben wir auch noch da. Mandarinen haben wir auch noch. Ja, und das sind unser Einwegteller. Und Geschirr haben wir ja Plastik gehabt. Da haben wir unser Abfalleimer. Und da ist jetzt meine Lampe. Ja, ja. Das ist so, da wo ich mich drauf getrocknet habe, weil es immer kalt ist. Ja, genau. Sitze, extra Schalamfell. Genau. Und gleich runtergeschmissen. Und da ist die Pfanne. Die habe ich jetzt wieder teilweise sauber gemacht. Und wir hocken hier auf so ein. Hey, was ist das? Lammfell! Das ist ein Lammfell! Der Arsch befindet sich auf Lammfell. Da ist jedenfalls. Ja, und das sind wir alle hier. Hier sind wir eigentlich dann. Ja. Hier in Ammerbach. Ja, da sind wir unter. Und da oben ist die Gotthard-Ruine da. Da ist die Ruine auf dem Berg. Da gehen wir dann hin. Ammerbach. Ein wunderschöner Ort. So. Ja, die restlichen Zähne von dir drin gelassen. Ja, schau mal da rein. Ja. Guck mal her. So sieht es aus, wenn du isst. Die restlichen Zähne. Doch nicht, das sieht auf. Ich hab dir doch nur gezeigt, was der Rest ist. Und da haben wir ganz halt gehockt. Jetzt haben wir hier ganz halt gehockt. Also hinten, da hinten wird gerade ein Nittel gebaut. Das ist fast schon fertig. Da ist der Edeka, da ist der Kick. Das dauert ewig. Und dann, da ist der Wendekreis und wenn man rüber möchte zu der Edeka, da ist ja der Schienenverkehr und da ist halt gesperrt. Musst du ganz aus rum vorne, da ganz hinten zu Weilbach, wie das heißt, oder ganz vorne. Und da ist dann diese Burg in der Gotthard, also diese Kirchenruine. Und dann 5-6 Kilometer in der Richtung ist dann Burg in der Wildenberger, wie heißt. Gut, dann bricht man dann, wollen wir danach aufbrechen. Gut.
Und wir sind die ganze Zeit hier gehockt. So. Ein Wohnzimmer. Also nach Edeka, keine Ahnung. Jedenfalls ist dann hier dauernd Autos schnell gefahren. Und wir von da kommend, drüben bis da, haben wir zweimal, dreimal erlebt, dass ein Auto überholt hat, ein anderes Auto. Hier. Wahnsinnig. Sogar einer gebremst. Genau, da ist einer genau hier gefahren, nach dahinter. Und hat da voll dahin gebremst. Da dahin gebremst. So gebremst, dass wir gedacht haben, der kracht gleich hier in den Graben rein. Aber wir müssen gleich hier in retten oder was? Hat so, da, so richtig Vollbremse gemacht. Genau. Hat man gemeint, das recht. Keine Zeit. Und nebenbei hat auch hier da drüben ein Bauer mit seinem Traktor gemacht und ein 100 gebellt. Und hier hat es einmal geknurrt. Deiner! Ja. Der hätte den Graben nicht können, aber mir schon lieber gestern. Weil wir waren die Besten. Was musste der sich jetzt in einen Graben legen, oder? Ist ja so, oder? Ja, und da ist da das Autosport. Avant Sport. Allra. Genau. Das ist ein Vierrad. Audi. Der Herr Graf. Ja, genau. Luxus. Genau. Limousine. Ja. Ei, oder? Siehst du, jetzt sieht man da dabei die ganze Scheiße. Wenn der, das ist nicht immer so krasse Scheiße. Ach, daneben dran nicht die Scheiße. Ach. Naja. Also ein schöner Platz, die machen das in zwei Bänke, da ist noch eine Bank und hier ist eine Bank. Also. Und die haben wir gegessen. Falls ihr uns Zinn habt, die wo hier mit Licht waren und mit Gasgrill, das waren wir. Ja, es haben auch zweimal Autos gehupt. Also man kam schon uns vorgedacht, die Leute haben uns gegrüßt oder und wir haben angegeben, wie toll sie fahren können, weil es so viel Gas gegeben haben. Also ein Auto hat ein anderes Auto überholt. Also von der Richtung, von Wendeaus kommen, darüber haben uns ganze Zeit drei, vier Autos uns gezeigt, dass sie ein anderes Auto überholen können. Cool. Vollgas. Leuchte mal daher, ne? Ja. Da kannst du jetzt Beweis haben, dass es dir geschmeckt hat. Alles voll gesäut. Ey, hat's geschmeckt? Ja, das macht er doch sauber. Hört. Jetzt geht's los. Bist du bereit? Ich schon. Aber das alles einzupacken. Ist der jetzt innen rein? Okay, ich hab's innen rein gemacht. Bis du wieder eingepanzert bist. Oh. Klar. So. Lass uns die Wanderung zu Beginn zur Gotthardruine. Die Kirchenburgruine. Ja. Oh, aha, hier geht's dann lange. Also gut, du nimmst die Treppen. Genau. Und ich nehm dich. Das Wegle nach oben. Genau. So nach oben, so steil. Ja, also es ist nicht so steil, es ist okay, ehrlich. Sind die Wanderer. Ja. Hier ist genug Leuchtkraft und ich habe noch mehr Lampen drin. Im Rucksack? Ja, und Akkus, okay. Power-Akkus, da kann ich alle automatisch. Okay, und du, okay? Ja. Aber hey, du bleib bitte zusammen. Okay? Langsam laufen wir Sachen. Gemeinsam. Wir bleiben langsam. Okay. Gedreht machen wir nicht. Wenn jetzt so schnell wird, musst du Sachen. Ja, nur gemeinsam laufen mal. Nee, so. Wir tun nicht, uns nicht trennen müssen. Okay. Guck da, siehst du die Kamera? Genau. Das ist die Aufnahme. Okay. Jetzt sehen wir alles. Dann kannst du später angucken, wie es ausgeworden ist. Ah, sehr gut. Oder in zwei Jahren kannst du immer noch angucken, wie du sagst, auch da waren wir, guck mal. Ja. Das ist wichtig, weil kann ja auch sein, dass ich mit jemand anders auch mal hergehe. Ja. Da kannst du auch unsere vergangenen Videos angucken von der Fränkischen Schweiz im Zelten. Drei Tage Zelten. Von uns? Ja. Oh. Ja, das stimmt eigentlich immer. Ist noch alles vorhanden. Alles auf YouTube, ne? Jo. Könntest du meinen, da sitzt jemand oben? Ja. Man wartet auf uns. Ja. Auch du da, ich auch da. Und denk dran, wir haben Zeit. Ja, ja. Nicht, ja. Die ganze Ewigkeit. Ja. Und wir sind gut beleuchtet. Ja. Wir sind alle beleuchtet.
Ja, es ist verknauft, aber es ist der schnellste Weg. Das ist cool. Der andere Weg, wo das Parkplatz ist im Auto, da müsstest du erstmal 15 Minuten oder 20 Minuten laufen. Ja, glaube ich dir. Und das ist das Schnellste. Das ist bestimmt so ein. Ich glaube, das ist so ein Weg gewesen für. Wie heißt das nochmal? Für den Mönchen. Ja, so ein. Nonnenweg. Kreuzweg, oder? Ja. Der kreuzelte Weg. Ist das so der Treppen? Ja, super zu gehen. Weißt du, was das Beste ist? Nein. Alle paar Meter hast du eine Sitzbank. Ja, das stimmt. Jetzt weiß ich, warum die Sitzbank da ist. Ich will ausruhen. Aber das ist ja komisch, oder? Ja. Voll in die Mitte. Ja. In der Mitte des Weges. Und es geht wieder weiter rein. Ja. Wir haben vorher doch zu viel gegessen. Schneide ich jetzt. Das muss ich jetzt mit rausschleppen. Alles nach oben. Ja. Wie hat der eine gesagt, mach doch immer schöne Spuggele. Da geht's leichter. Nur langsam. Wir haben Zeit. Was? Jetzt schon? Grüß dich jetzt schon, was war denn das? Ich mach gar nichts. Doch, gequietscht. Kein Schuh wahrscheinlich. Doch, gequietscht. Ja? Ist das ein Schuh? Nö. Keine Ahnung. Hast du mal ausgequietscht? Wahrscheinlich. Was kennst du? Die Mäuse, ne? Die Mäuse freuen sich. Ja. Du wolltest doch Action. Ich komm nur erst an. Das Essen muss noch verdaut werden wieder. Ja, richtig. Krass. Das ist wieder so begrüßt. Oh. Ja, siehst du? Das war das Essen. Guck, das ist wieder witzig im Fall von uns. Stell vorne oben ist einer und sagt, hey. Wollt ihr was essen? Was trinken? Schon wieder! Ich bin schon ganz schön geschrumpft gegen dir über, gell? Ja! Upsala. Ich hab immer gesagt, du isst zu wenig. Stimmt. Ich hätte mehr kaufen müssen. Ja. Ja. So viel Bänke. Ja. Das merkt man schon. Das ist auch der Gotthardsberg. Ah, okay. Da heißt so wie die Ruine heißt. Okay. Der ist nicht okay. Achso, ja! Der ist nicht okay. Das ist nicht okay. Ich kann nicht so aus Umlaufen. Wo geht's eigentlich nach Stufen? Verstehe ich eigentlich nicht. Ja. Gebetsstufen bildet. Glaube ich auch gleich. Ja. Da hast du mir schon geschrieben. Ja. Erste Up. Ja. Erste Fall überstanden. Ne? Ja, erste Update. Ah, Update. Erstes Update. Ja.
Du wirst das erste mit euch patrouillieren, die nächste Punk. Hoppala. Das ist ein Steiner, gell? Genauso wie ich. Ja, jede einzelne Wurzel ist viel. Habt so große Füße. Eine rutscht mal aus. Ich hab so große Füße. Ja. Und nicht so kleine, ne? So. Was ist da vorne? Oh ja. Gott sei Dank, dass du es warst und nicht ich. Was? Dass du es warst und nicht ich. Der gelacht hat? Ja, ja, das stimmt. Genau. Ich bin immer so ungewöhnlich. Ja, ich habe gelacht, weil wir haben schon den ersten Teil geschafft. Was heißt das? Das Schlimmste aber hinter uns. Wieso? Ja, das andere ist noch einfacher. Ja, aber jetzt auch schlimmer. Ach so. Das musst du merken, da müssen wir runtergehen wieder. Wo? Da. Also gut. Also hast du irgendwas zu markieren da? Also gut. WA und leck mich. Wie leck mich? Da? Da? WA, also hier. Ja. Marienweg da runter, Schuss. Ja. Und der Marienweg da hier. Genau. Markiert. Neu zu. Hier. Einer. Funktioniert nicht. Gut, sei Dank, dass wir das jetzt sehen. Unkraut. So, Unkraut markiert den Weg. Ja, guck. Hier, Unkraut markiert den Weg. Wir schauen uns den Film an und danach gehen wir her und richten uns danach, oder? Ja. Was denke ich, was dann rauskommt. Oje, oje, oje. Oje, oje, oje. Siehst du? Wir müssen da, wo die Schranke ist, gehen. Du hast doch gesagt, das wird ein einfacher Weg. Jetzt wird es einfacher, ja? Ja, jetzt. Und dann? Achso, das ist hier schon gleich da. Ja. Guck, das ist unser Wanderweg. Oh. Wo sind wir hier? Keine Ahnung. Ach, das ist ein guter Wanderweg. Nee, wir müssen da lang gehen. Also gut. Siehst du, das ein Zeichen? Ja, welches? Mittelwelle. Ja, Mittelwelle. Gut, dass es nicht bergauf jetzt geht. Alles sehr lang, muss ich echt lassen. Ach so, du meinst, dass der bergauf geht, aber ohne Wurzeln und Steine, ne? Ja. Ich glaube, kann man aus hier auch noch rausrutschen. Ja. Außer nebenbei. Du willst doch ja? Action. Ja, ich habe auch Power dabei. Action und Power. Hey, der Bauch muss weg. Ja. Der Bauch oder die Ranze? Ja, auch vorhin gut gegessen. Hättest du mir Schlitten mitgenommen, muss der Schnee da. Guck, und da macht ein Smiley, der Stein, siehst du? Stimmt, hätte ich jetzt gar nicht so gesehen. Wie hast du das gesehen, das Smiley? Da, das ist ein Mund, einer zwingt, einen Augen offen. Ja, stimmt aber. Da steht was drauf. Zu anderen brechen. Ist schon was drauf? Ja, brechen. Zusammenbrechen. Zusammenbrechen, ja. Der meint, ich soll da hingehen, soll den Stein auseinanderbrechen. Das ist eine, glaube ich, heißt das 5 ja. Und das eine heißt 7 wahrscheinlich. Da oben heißt 7. 7 zusammenbrechen. 7 mal zusammenbrochen. Also brechen soll, aber ich meine, hier ist jemand zusammen, 7 mal zusammengebrochen. Ja. Keine Ahnung. Doch. Und da ist ein Grenzstein da oben, siehst du es? Ja, mit der roten Leuchtfarbe haben sie drauf gemacht. Ja. Sonst siehst du es nicht, haben sie gesagt. Genau, jetzt war es schon mehr. Genau. Also, was ich hier für starke Sicht habe. Ich hätte gedacht, ich stell dir vor, mach das Licht aus. Hm? Laufen dunkeln.
Nein, ich meine, ich denke, es ist kälter, aber es ist gar nicht so kalt. Ja. Unten war es kälter. Ja. Bergner auf, es ist gut. Jetzt ja. Und die Abgase kommen hinten raus, oder? Ja, ja. Haben wir nur einmal. Bei dir vergesse ich ja. Wenn ich oben bin, fragst du mich, warum ich Case Weiß bin. Ja, dann brauchst du ihn fragen. Ist die Lauferei? Nein, deine Putzerei. Danke. Nein, du meinst, wenn wir oben sind und Tiere sind alle schreit weg abkaut, dass du 6 Stunden hast. Ja, aber ich nicht, das sind deine. Oh. Nee, deine. Ja, ich scheiße lieber giftig, aber du tust ja rausknallen. Nee, ich kann es gar nicht so gut wie du. Bist der Meister. Alle haben es am Meister, du bist der Meister. Der Kultur. Hä? Der Kultur. Da ist noch so ein Stein. Ja. Und nicht der Stein der Weißen. Ja, der Stein der Weißen ist das. Das ist der leichtere Weg. Hey, das ist doch eins einfach. Ja. Du hast doch gesagt, du bist etwas mit 20 Jahre. Ja. Also, das kannst du noch. Ja, ich kann ja noch. Ja. Also zeig's doch, renn da rauf. Mach mal da Augen zu. So schnell bin ich oben, wenn ich sie wieder aufmache, bin ich wieder unten. Ach so. So schnell bin ich. Aber die Rechnerei ist schon langweilig. So. Du weißt schon, dass es hier bergauf geht. Echt? Das ist der Runde. Was ist denn das hier? Drei Löcher-Dinger? Das ist vor Löchern. Wurfspiel. Ja, wahrscheinlich ein Wurfspiel, ja. 10, 20, 30. Ja, stimmt. Hast du was zu passen werfen? Ja, da habe ich aber gewonnen. Ja, ich werfe immer den Checkpot. Ja. So. Ja, was ist so? Nix. So oder so oder so wie so. Oder so oder so oder so oder so. Ja. So geht's ja noch. Einfach cool voran. Ja, ja, ho. Seid ihr still? Ja. Ja, okay, jetzt kommt schon wieder einer. Hä? Jetzt kommt schon wieder hinten. Sandy sagt, wir sind gleich da. Ja? Yes. Handy hat gesagt, ich bin gleich da. Grüß dich. Ich bin auch da. Hallo, ich bin auch da. Letzter Hügel. Ach so. Da ist wieder so ein Stein. Und der Baum ist rot markiert, guck. Ach ja. Wir sind durchgestrichen. Hey, wir sind durchgestrichen. Mit Rot. Ja. Warte mal, was steht da drauf? Belasten. Belasten. Ja, bist du schon belastet? Ja. Ich bin genug belastet. Komm hier runter. Mach dich auf. Ich bin entlastet dann. Ja. Ach, da oben ist ja schon die Burg. Mit roter Markierung. Ja, das war alles. Ja. Die Burg hat ein paar schöne Steine. Ja? Wunderbar. Gefällt das dir? Wunderbar. Ist das die ganze Burg? Ja. Wunderbar. Gefällt sie dir? Wunderbar. Und was sagst du da dazu? Ja, Geist. Ja, ein Geist. Das ist wirklich ein Geist. Wow, Geist. Das ist wirklich ein Geist, der Burg. Wir haben das Ziel. Wir haben das Ziel von Weichen erreicht. Ja. Sie sehen ein Ziel. Das ist eine normale Kirche. Eine Ruine. Sache für alle. Von außen sieht es ja bestimmt aus. Ja. Ja. Geil. Und wenn du hier guckst, ja. Siehst du es. Ja. Kommst du? Nein. Bleib dort. Okay. Bis ich wieder abkunden kann. Ja, das Matsch. Ja. Müssen wir auf die Steine laufen, guck. Okay. Die Nummer 10. Ach du Scheiße, ich bin ja noch da hoch. Oh, mein Knie, Scheibe.
Schau das an. Ach, geil. Das war da, das war früher die Burg. Da war die Burg gewesen. Das sind die Ausgrabarbeiten von der Burg. Hier. Da war, guck, das ist Quelle. Leuchtet mir mal schöner. Ach so, ich leuchte nach hinten. Schwächelt mir doch eher. Da siehst du, das Gewölbekeller der Burg. Das Gewölbekeller der Burg. Ach so. Die wollen nur heiß machen, das ist der Burgkeller. Das sind Sandkosten gewesen früher. Sandkosten, ne? Deiner oder was? Ja, sag mal, ja. Ey, die schärfen sie noch hinten, glaub mir. So was nehmen die nicht zu bescheißen. Ja. Das soll der Keller zu wölben sein. Glaubt ihr das? Ich glaub nicht. Das ist das hier. Ja, das sieht aus wie so ein Sandkasten für Kinder. Super. Ja, glaubt ihr das? Das war der Kindergarten. Da haben sie mehr Essen gehabt. Am Montag ist er wieder voll. Aber jetzt sind die Kinder wieder dahin. Okay. Beim Kasten. Ja. Das sind die Steine. Ach, das sind ja gedacht. Hey, habt ihr das schon gewusst, das sind Steine? Ja. Also, ich laufe hier. Da ist der Weg, guck. Können. Nein, ich muss hier da drüben langlaufen. Ja, 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 ja. Hier ist doch der Weg, guck, haben wir gebaut. Hm? Hier hat man mitgebaut. Ja, das habe ich auch schon gedacht. Aber für wen haben die den Weg gebaut? Guck, was sie dir freigesetzt haben. Oh, das sieht ja stark aus. Echt. Das ist auch neu. Der Fallen durch das noch. Hä? Das ist eine Brücke. Nein, das ist ein Keller. Da kommst du aber nicht weit. Nee, kommst du nicht mehr weit. Hä? Das haben sie freigelegt. Ja, schon noch, aber. Ja, das ist alles noch verschüttet, guck. Das ist alles verschüttet. Das wird noch freigelegt, guck. Wird vielleicht noch. Nee, es ist noch in Bearbeitung. Sowas dauert halt. Ja, aber es dauert noch. Aber dann schon sehr lange. Ja, aber letztes Jahr war es nicht so weit gewesen. Wieso hier um die Ecke reingehen? Hä? Gibt es zeitlichen Durchgang? Keine Ahnung. Das wurde jetzt erst freigeschaltet, glaube ich. Frag ihn, ob unten ein zeitlicher Durchgang ist. Er guckt nach links und guckt nach rechts und sagt, hat keine Ahnung. Nein, da gibt's denn das denn? Der wird noch gemacht. Eieieiei. Das ist wahrscheinlich ein Kellergewölbe. Ich habe einen Hund gehört, du auch? Hä? Ich habe einen Hund gehört. Was, ein Hund? Ja, weiß ich nicht. Ein kurzes Gebälle. Ja, das ist normal. Ja, also warte, wird aber schon mal nicht gefallen. Habe ich lange gesehen, was haben Sie da oben? Da oben ist das? Die Dose? Keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Ja. Leuchte ich die ganze Zeit schon hier, wenn sie die auch so leuchtet, wie ich die haben möchte. Ja, du meinst ja auch, kannst du da drüben hingehen, du kannst auch hingehen. Nee. Aber man kann sich gar nicht vorstellen, dass das eine Ruine sein soll. Ja. Erst normal, wenn du her schaust, denkst du ja doch, das ist cool. Das ist echt schön. Auch das Gras wächst. Hast du irgendwie Pumpe? Nee, kühlmäßig ist gut. Alles klar? Ja, ich habe ein Foto gemacht. Ja, schön. Du hast ein gutes Bild gemacht. Von der Burgrinne. Ja, ich sag dir's doch, das hast du gut gemacht. Ich war von der Kirche runter. Ja, ist doch gut. Jetzt müssen wir weitergehen. Ja. Da oben hätten wir einen Baustelle mitnehmen können, ne? Da sind Bänke. Da hast du auch so eine. Sind das denn Bänke oder jetzt nicht? Drüben. Ah ne, das ist eine Stufe, danke. Ja, das ist eine Aussichtsplattform. Hier kannst du halt schön ins Tal gucken, dann ins Sonne. Im Tageslicht. Oh, das ist geil. Guck mal, wie geil das da unten ist. Ja? Die Aussichtsplattform ist geil. Wow. Echt hammermäßig. Reicht doch. Aber man kann sich gar nicht vorstellen, dass das eine Ruine sein soll. Ja. Erst einmal, wenn du her schaust, denkst du ja doch, das ist cool.
Ja, die Maus und die Ratte übernehmen dran. Gut, sehr gut. Das waren auch von der Arschkalt, die Sonne, die Finsternis dazu noch ein bisschen. Aber es fühlt sich cool und cool ja. an hier. Ja, das ist cool, ne? Ja. Kann man sich gar nicht vorstellen. Und auch für die wieder aufgebaut. Ja. Das ist das, was ich liebe. Und da denkst du erst einen Moment, ey, weißt du was? Das wird arschkalt, die Sonne, die Finsternis dazu noch ein bisschen. Aber es fühlt sich cool und cool ja. an hier. Okay, das ist cool, ne? Ja. Der ladet von 2 zu 2. Hm? Für die ganze Zeit. Was doch aber. Ja, die wissen gar nicht, wie cool das ist hier. Super. Ja, so ist das. Ist klar. In der Pfanne ist jetzt eine Sitzbank. Hm? Ja. Da hätte man Gas gemacht, mehr fahren können. Hm? Aber das hätte man alles hochschleppen müssen. Ja, das ist so blöd, ne? Ja, das ist so blöd. Der ist auf der Kreuzer cool gewesen. Da mal hier so eine Karte. Ja? Das sagst du. Was denn? Noch nix. Und da war nur eine Katze da gewesen. Glaub ich auch gleich. Ja, die Maus und die Ratte waren nebendran. Gut. Ja. Sehr und das gut. waren auch vielleicht mal stinkende Käsefüße. Oh, ein Käseabgebildung. Ja, sehr gut. Oben scheint der Mond. Ich glaube, der Eingang ist offen. Ja, das ist offen. Für was denn? Die haben mit Dach oben drauf gemacht. Ja. Die Fenster haben sie eingeschlagen. Das war wie ein Fuchs. Wieso hörst du den Fuchs nur so gut? Echt, ey. Frag mich auch alle. Das war bestimmt mein Quietscherschuh, glaub mir das. Ah, ja, ja, ja. Das frag mich auch ganz toll. Die ist so schön, die Kirche sogar. Ja. Nein, die ist prächtig, echt, ey. Als Ruine kann man sich gar nicht vorstellen. Und mal für die wieder aufgebaut. Ja. Stimmt, alle. Wenn du radest, also denkst, hier war mal eine Burgruine, eine Burg, dann zerstört. Dann war dann hier ein Kloster zerstört. Und dann war hier eine Kirche und die hat einen Blitz eingeschlagen, hat sie gebrannt. Und jetzt wird sie wieder aufgebaut. Geil. Wir bleiben zusammen. Ja, er rutscht auch einiges weg, aber es macht nichts aus. Ja. Und da hat niemand verloren. Was denn? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Eine Handytasche. Wir bleiben hier zusammen. Ja, Gott sei Dank. Wir trennen uns nicht. Gut. Ach, das war erst ohne Dach. Das Dach haben sie später drauf gemacht. Ja. Und Hunger haben wir auch nicht, weil wir zu viel gegessen haben schon wieder. Oh. Was ist los? Ja, die Pfefferbeißer sind noch unten. Jetzt auch noch mal nahe hauen können. Ey, einmal isst man gar nichts und dann haut man wieder rein. Ne? Ja, das können wir reingehen. Das gehen wir rein. Ja, ja, zusammen. Ja, zusammen, ich alleine. Ja, jetzt siehst du, guck her, du bist schon alleine drin. Und ich? Ich warte auf dich. Ich bin immer noch da draußen. Ich warte auf dich. 26.09.2013. J und M. Jürgen. Da hat jemand meinen Namen eingeritzt.
17.04.2014, dieser Unverschämtheit. Soll das da auch noch echt sein? Ja. Oh, die lassen sogar eine Kerze hier brennen. Ja. Ist doch herrlich. Ja, okay, die Kirche ist ja. Ah ja. Kirche. Ja? Was ist da runter? Wieso? Na, Kirche macht doch keine Mütze auf. Ach so. Muss unsere Mütze runter. Ist ja wenigstens gut, dass wir so rein dürfen. Ja. Ob Ruine oder nicht? Das ist ein heiliger Ort. Ja, total heilig. Da haben sie noch Jesus und die Mutter Gottes noch was. Das ist ja krass. Da ist noch ein Bild wieder ein. Und die Brüste haben wir auch hier oben. Echt? Ja, das ist wirklich gut. Die Bibel nicht. Bibel. Bibel, 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 ja. Aber lass es gehen. Man weiß nicht, wen es gehört hat und mit was das für Dinge zu tun hat. Würde ich gehen lassen. Lass sie liegen. Ja, lass mal liegen. Es ist Bibla. Das ist eine Bibel. Nur anders geschrieben. Ach so. Touristen. Ja, um Gottes Willen. Wir haben sie da gelassen. Ja? Für andere. So muss man das achten. Klar, das ist Segler da. Das ist guter Tourist. Gut für das Ding. Gemacht, dass wir laufen. Na, dann kommst du rauf, aber nur da nicht mehr. Was war das hier? Lüftungsschacht. Oder die Elektronik. Elektronik, warte mal. Da war bestimmt die Elektronik drin. Guck, da sind die Kabel nach oben gegangen. Okay. Also, ich schätze mal. Ja? Und da ist ein Stein. Hoff und aufhörst, Junge. Und da steht der Pflanze. Ach, kommt auf eine Auferstehung, das ist gut. Und da brennt. Noch die heilige. Das ist sogar die Figur, guck mal. Ja. Und noch ein Buch. Was ganz heiliges. Noch ein Buch? Ja, warte mal. Kriegst du gleich wieder. Nur was sehen, ganz kurz. Was ist das gemeint? Ein. End 7, aber da kannst du nichts anfangen. Ach, das Neue Testament, okay. Cool, nix für hin. Hast du es aufgehoben? Ja. Bisschen? Gut. Ja, ja. Auch das kleine Engel. Ist ja richtig süß. Warte auf. Ich muss mal kurz. Zum Aufnehmen bloß. Ja, nur zum Aufnehmen. Ja, hat man gesehen. Gut. Gut. Schon gemacht. Das ist total süß gemacht. Ja, und ich habe eine Mütze ab. Heiliger Ort. Und dann gibt es noch den Aussichtsturm. Jo. Das werden wir auch noch offen dafür. Jo. Man darf einfach. Wir haben noch Zeit. Da hast du einen noch nicht. Und wir lassen uns Zeit. Genau. Der Ursprung der Burg auf dem Gotthard-Ruin, 304 Meter über den Frankenberg. Im Juli 11, da außen 168 bestimmte Barbarossa die Zerstörung der damaligen Raubritterburg. Kannst du laut vorlesen, wenn du willst. Ja, von den beiden Lebens. Ja, so eine Raubritterburg. Vermutlich ein Signalstation. Die Burgkapelle war dem heiligen Gotthard geweiht. 1138 nach Christus und seitdem wird der Berg Gotthard genannt.
Nach der Zerstörung der Burg wird auf dem Berg ein Nonnenkloster der Sizilisierenden errichten, das bis zum 4. September 1439 besteht. Die leerstehenden Gebäude werden 1525 von den aufständischen Bauern und im Bauernkrieg niedergebrannt. 1628 nach Christus beginnt der Abt der Amorbacher Benediktiner Abtei den Wiederaufbau der Ruine als Kirche, die dann im Jahre 1631 durch Erzbischof Juduskus geweiht wird, in der Folgezeit wiederholt mutwilligen beschädigt, brennt sie am 8. Juni 1714 durch Blitzschlag endgültig nieder und besteht seitdem als Ruine. Komisch, oder? Ja. Die Kirchenruine ist eine dreischiffige Pfeilerbasilika ohne Querschiff. Der Chor ist rechteckig. Südlich angrenzend liegt die Sakradei, nördlich ein Treppenturm. Die beiden Mittelarkaden stammen aus der romantischen Zeit. Die Schmuckformen sind meist gotisch, während die Portale Aber es ist schon komisch, verschüttete Keller gehörten zum Kloster oder zur Bobsteige Gebäude. Besucher schützen vorne. Die Bauer. Was meinst du? Zwar vorne war. Ja, das war's vorne. Besucher schützt dieses Bauer und helft mit diesem Zeugnis alter Vergangenheit zu erhalten. Geschichte des Ruines Glück, Amorbach, Mittelberg, 2000. Hat keiner aufgepasst, 2003. Aber es ist ja schon mal komisch, dass die damals dreimal zerstört worden ist. Ja, dreimal ist sie zerstört worden. Wenn es nie gewollt worden wäre. Mhm. Ein Blitzschlag. Tja, scheiße. Und da ist unsere Ding. Okay. Unser Kirchenturm. Warte so, da ist oben. Auf die Seite, die Eisenstaube nach oben. Oh, unten gibt es ja nicht sehr viel, ne? Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Oder haben die wieder erneuert? Ach, da haben sie erneuert. Ja, erneuert. Oder haben sie eine neue Dachkasse mit drin? Ist so hammermäßig. Ja. Da hinten war es immer noch der. Das war das Gleiche. Ja. Das ist ein Vertrag, guck mal, wie das ausschaut. Ja. Die zwei gehen zusammen nach oben. Du könntest eben meinen, das ist so ein Riesenmonster. Guck, nimm mal das da drüben auf. Ja, ich mach's gleich. Warte. Der Mann, der geht nach oben um das Gesicht und der nach hinüber zu. Und der andere Arm ist seitlich da rum. Ja. Wenn du das genau aufhängst und hast es so genau, erzählen wir uns da irgendwas zu sagen. Der Dampf. Ja. Und dazu der Glockenschlag. Nimm es mit Glockenschlag auf. Filmst du den ganz kurz. Noch weiter? Da? Da? Das ist so geil. Ich sagte mir das leid, dass jemand hört. Diese Gewalt. Diese himmlische. Klingt wie. Es schaut aus wie eine Person, oder? Schaut aus. Der sieht aus wirklich wie eine Person im Moment. Was zeigt er denn? Er zeigt nach, also wenn ich jetzt sehe, nach rechts. Er zeigt nach rechts, aber ich weiß nicht warum. Aber diese Person geht langsam zugrunde. Also vorhin habe ich sie besser gesehen. Vorhin war sie besser da. Also war der Kopf ein bisschen besser mehr und so weiter. Also ich sage das, vorhin hat sie mehr nach rechts gezeigt. Zu uns rechts. Ist schon geil gemacht, die Idee. Und was ist das? Da unten ist der Bahnhof, oder? Ja. So wie es ausschaut. Ja, wir heute schon mal rein. Ja. Das ist schon schlimm, das ist schon. Was sagst du da unten rein? Wahnsinn, ist das schon hier. Was das hier ist überhaupt? Was? Ich hab gedacht, wenn du jetzt da runterläufst, ja, siehst du die Kinder, die wir gelesen haben. Ja. Was? Aber jetzt, dass wir dann doch von der anderen Richtung hochgekommen sind, ne? Ich habe da hinten die Schilder gelesen. Ach, genau. Also, auf welche Richtung und welchen noch sind wir zukommen eigentlich? Das ist eine gute Frage. Schön, ja. Ich habe mir eigentlich nicht, dass wir nicht mehr wissen, wie wir nach Hause. Da ist noch was. Ich weiß. Ja, ich weiß. Hast du alles wirklich? Ja, wir waren noch so ein. Daumen hoch, um uns zu loben. Okay, wir sind spitze. Genau. So, gut. Genau. Okay. Machen wir unseren Rundgang noch, so ja. Lichter, wollen wir Sachen, das ist ein Dach. Ja, wir machen den Rundgang da draußen rum, richtig in den Rundgang. Ja, ja. Ich muss mein Ding noch befestigen, oh Gott, ja. Ist befestigt. Und dann mein Licht noch befestigen daran. Oder? Ja, geht es? Ja, so mache ich das. Okay. Da haben wir hier das Dach. Ja, das Dach. Jetzt machen wir unseren Rundgang außenrum. Genau. Eine Reise. Aber wir müssen aufpassen, dass das Turm ist ein bisschen wackelig. Das ist das neue Turm. Wir sind über den Turm, also das ist das Dachle da. Und das sind die Burggeister. Wir machen eine Reise. Einmal um die Welt. Jetzt geht's wieder runter. Jetzt geht's ab. Und die Fahrt geht ab. Hey! Wir reißen uns zusammen, sonst scheißen die uns zusammen. Jetzt geht's runter. Jetzt geht's ab. Oh yeah. Oh, die Scheiße. Ich hab gedacht, drauf zu ist schon schwer. Geht jetzt ja noch schwer. 100. Runterrollen kann ja. Ja. Kann ich mal schneller wie du. Nur langsam einfach. Langsam und Zeit. Okay. Wir haben Zeit. Ja. Schritt für Schritt. Schritt nach kann Schritt. Kann man es sauber? Schritt für Schritt. Kann man es hm? Mach kurz die Kamera sauber. Ja, ja, mach die Kamera sauber. Die Kamera. Ja, die Kamera. Wir haben Zeit. Schritt für Schritt. Ach, hallo, guten Tag. Ja, leck mich doch mal aus. Ja. So geht's nicht mehr, okay? Ja. Hey, kaum waren wir unten, dann haben wir doch was vergessen. Also wenn das jetzt mal kommt, ich werde euch nicht raten. Dann lasst mal fahren. Oh Scheiße, Hilfe! Das kann nur mir passieren. Was gibt's denn da noch mehr? Ich
Kugel nach unten. Oh, ich habe unten was gehört. Die haben geschrieben, wir sollen leicher sein. Ja, gleich, auch gleich. Nee, jetzt wollen wir nichts machen. Ich habe jemand wirklich gehört. Oh? Ja, nicht die Tür, wo du kapadat. Oh nee, echt ohne Schmarrn. Hat sich angehört, ich soll leiser sein. Ja. Also richten wir uns danach, dass ich gesagt habe, ein bisschen leiser. Also du. Hast du ernst gemeint? Na ja, klar. Das war jetzt ernst. Also ich habe nur gehört, aber als wäre ich, ja, ich ein bisschen zu laut. Und ich soll ein bisschen leiser sein. Und muss ich ein bisschen achten geben. Okay, machen wir leiser. Nee. Du weißt ja nie, was Möglichkeiten solche Ruinen noch sind, verstehst du? Ja. Also dann darf ich keinen Scherz mehr machen. Ja. Dann sowas kann ich gar nicht mehr. Geht mal lieber rechtzeitig raus. Aber wir bleiben zusammen. Ich bin noch da. Ja, ich sag ich nur. Weil es geht immer schneller, als wenn man zusammen ist. Ey, stopp! Hast du das hier mal aufgenommen? Hä? Das, was hier geschrieben ist. Was ist da drauf? Genug. Ja, und so durch. Ein und so durch. Ja. Ich weiß nicht, was hier drauf geschrieben wird. Ich muss da erst einmal entziehen. Kannst du was sagen? Hä? Muss ich hier schon? Ja. Alles gut, haben wir verstanden? Ja. Gut. Also gut. Was haben wir da vorne? Da ist doch was, oder? Der Wald. Gucken wir uns das gemeinsam an. Was war das? Wir gucken uns alles gemeinsam an. Ja, langsam machen bitte. Ja, mach langsam. Ach, da haben sie was hingeschrieben. Bonn und Flo. Keine Ahnung. Die haben hingeschrieben 1986. Soll das heißen, oder? Keine Ahnung. Was ist denn für mich wieder dieses Beispiel? Dann können wir sagen, da ist ein bisschen Ausgang. Das war dem, was ich von unten gesehen habe, und ich habe gewusst, ob wir die nicht rein. Und da hat jemand hingemalt. Da hat jemand irgendwas hingemalt. Ja. Hallo, ich habe mir mal einen Zipfel und dann und nein, größer wahrscheinlich, ja? Scheiße, die Fenster haben sich noch nicht gemacht. Warum habe ich denn das Kirche wieder ein Kind? Ja, das ist schön erhalten. Ich verstehe das nicht. Ich hätte aus der Kirche wieder die Badarscheiben neu gemacht. Ich hätte es versucht, ein bisschen wieder herzurichten. Ja. Oben ist Holz schön gestrichen. Sie ist gut erhalten. Sauber, richtig. Eine der schönsten Ruinen war ich erhalten. Also. Total cool. Da oben haben sie nachgemacht. Guck, da oben ist wieder verputzt in der Stelle. Siehst du sie? Ja? Da oben haben sie die Stelle nachgeputzt. Ja. Echt geil, oder? Da drüben haben sie echt die Fenster wieder nachgeputzt. Und die waren zerstört. Ja. Das finde ich echt gut. So, das finde ich echt cool, actually. Und das ist das alte ärterliche Bull gewesen. Da kannst du richtig, wenn du jetzt genau drauf gehst, kannst du ungefähr auch vorstellen, dass da ein Kreuz war und Jesus war. Wenn du das dann merkst, der Querstrich, da oberhalb okay. Des ist ein Grund. Und das runterzus, da war, glaube ich, ein Kreuz. Okay. Irgendwie gewesen. Ach, und da ist ein Zugang vom Dachstuhl. Ja. Da kannst du nach oben schauen. Ja. Die Leiter reicht nach oben. Ja. Die Leiter habe ich jetzt nicht da, aber die, da waren ja auch schon Leute oben. Ja, für die eine Renovierung oder Wartung. Ja, so. Wie lange das Holz oben noch hält. Oder es war oben eine Party. Man weiß es ja nicht. Wahrscheinlich kommen die Dachdecker oder was machen. Haben wir ja, Leiter. Du bist halt das Dach überprüfen, ob alles auch dicht ist und alles. Muss ja. Ja, ich bin immer hier. Ich hau dich ab. Wunderschöne Kirche. Im Sommer müssen wir einen Tag einmal kommen. Die Gegend ist wunderschön. Also im Sommer ist er länger hell. Da kannst du hier schön. Wir wissen eben, dass wir alles gut sind. Ist ja nicht weit weg. Na, das ist ja doch gemein, wenn die Leute einfach hier Toilette machen. Da vorne ist der Baum jetzt. Das ist scheißegal, aber da ist nicht schön. Ja. Hier ist nicht schön. Ich mache kurz hier Foto. Ja, ist logisch, den ich auch machen. Allein der Eingangsbereich, ne? Ja. Ist super. Das ist noch ein Flugzeug.
Mal das gleiche Geräusch. Hä? Das meine ich. Das Flugzeug. Das sind die Flugzeuge oben. Wir gehen da Richtung Frankfurt wieder. Frankfurt geht Richtung. Ja, das andere auf alles ist aber gut, okay. Hä? Ich hab geöffnet. Du meinst dieses Geräusch, oder? Dieses. Nee, es war ein bisschen anders. So ein dumpfes war das. Echt hier dumpfer. Dumpf war das. Bisschen dumpfer. Aber hier habe ich den nicht mal gefallen. Hier ist Gottes Haus. Da guck mal, sogar Beleuchtung an, ich weiß. Normalerweise. Ja, aber die müssen sich sparen. Ja, ich habe schon nie gesehen, dass es beleuchtet worden ist. Und hier ist das, was ich von oben gesehen habe. Hier oder bei der Falle. Und da hätte man schön. Das ist neu. Der eine, wo ich mal unterwegs war, der hätte leicht Feuer angemacht hier hinten. Ich kann ja sagen, das hier ist neu. Das haben sie neu gemacht. Was denn? Den Bereich hier. Echt? Da war noch letztes Mal Baustelle. Ist das schön gemacht? Guck mal, Brandenburg-Blick. Brandenburg-Blick, ja, das stimmt. Ja, das ist unser. Das war beim letzten Mal nicht so gewesen. Da mit so ein Ding hast. Ja, das ist echt schön. Gott hat's holen, ne? Da haben sie so eine Solaranlage, guck da hinten. Ja. Das waren Tiere. Warum das Alu oben war, ne? Wo ausschaut wie Gängel, ne? Da haben sie die Kartoffeln reingemacht. Und haben sie geröstet in dem Lagerfeuer. Und hier schnell, sie haben sie angezogen, ne? Die Eierköpfe. Was ist das, was jetzt hier? Okay, hier will ich auch. Versuchen wir hier eins. Also ich gehe auf Seite? Egal. Jetzt setze ich mich. Oh, herrlich! So. So, jetzt kannst du schön fotografieren und das kurz zur Ruhe. Fertig. Fertig, alles auf? Ich bin fertig. Ja, ist auch schön. Ist doch wunderschön. Ja, ich setz mich an. Ich guck mir das so an. Ist das so? Hä? Hä? Nee, das Ding. Gott hat's Rinde. Ach, jetzt kann ich ja wieder. So. Hä? Dann. Was denn? Was denn dein Flugzeug getan hast? Wo nein? Die Brille? Nein. Nein, nur der Windschutz. Okay. Der Schutz, dass es nicht davon weht. Okay. Nein, jetzt. Ja, hä? Ja, nicht wahr. Ja. Mein Abenteuermütze. Und dein Weibchen? Und der ist hier drin. Oh. Oh. Wo? Ja, Falsche. Also der Herr Ford hat mal eine bessere gehabt wie du, ne? Ein bisschen sparen. Du kannst mir eine kaufen. Du kannst mir eine kaufen. Ich kaufe dir jederzeit eine. Was? Ich sag dir, was er kostet und dann gibst du mir das Geld auf die Küche. Also soll ich das sagen? Die kostet so viel Geld und dann musst du, dann kaufst du mir. Gut? Ja, ich kauf das hier doch. Wie viel Geld krieg ich? Komm, wir gehen zur nächsten Ruine. Ja, ja. Ach, das heißt, du willst aufstehen, ne? Ja. Ja, du heute die Ruinen erforschen, ne? Ja. Ich soll den Ruinen erforschen.
Also hier hört meine Kapitel noch unter zu. Ach, das war ein Stein, ich wollte ihn wegklicken. Ich dachte, der Ball. Da ist der Blitzableiter, guck. Ja. Der Blitzableiter. Ja, damals hat und trotzdem hat es gebrannt. Letztes Mal war hier noch alles hier noch. War hier noch eine Baustelle. Nee, das glaube ich nicht. Es ist hier. Ist alles für mich gemacht worden. Ja. Schottert. Ja, für mich. Warte. Und ja? Wo war die eine Tür? Die eine Tür drin, wo Metall war. Die haben wir bestimmt zugemacht. Ja. Vielleicht war das auch ein Turm hochwärts. Ja. Nur zum Dachgeschoss. Ach, nicht schon wieder. Was denn? Wir haben wieder Kacker gemacht. Was? Klopier heißt Kackerplatz. Ja, aber nicht gerade hier und hinten gebiegen. Und die Scheiße noch hinten. Ja. Die müssen ja nicht übertreiben. Die waren es einfach. Ist doch denen egal. Ach, guck mal, ja. Hä? Kann das sein, der Raum, wo die Tür hat? Hast du gesehen? Ja, der ist da mal nicht. Nee. Den Raum haben wir nicht gesehen. Da war die Blechtür gleich. Du könntest ja da reingehen. Wie die das ausschaut. Zugemauert, meinst du? Ja. Ja, aber warum halt nicht? Keine Ahnung. Das sind sogar die Jugendbilder gewesen. Und jetzt gib mir da Kamera her oder willst du nach oben klettern? Und nein, gar nicht. Ich kletter nicht. Okay. So für sowas mache ich nicht. Zu gefährlich. Die Kamera hat es schon gesehen. Okay. Ich habe die Kamera aufgefilmt. Okay. Das ist gut. Deswegen habe ich ja so gestreckt. Ja, das ist ja gut. Guck. Dann strecke ich mich. Dann steig ich gleich abstützen. Ja, nicht, dass was passiert halt, ne? Genau, dann steig ich mich. Der ist so locker, der ist locker. Deswegen habe ich mich ja fest. Mach hier so. Ja, aber da hast du es nicht aufnehmen können, weil da musst du vorne geknickt halten. Die Kamera drüber. Genau. Hey, das habe ich eh gemeint, aber ist so ziemlich. Okay, das war's. Man kann was auf der Kamera sehen. Okay. Was da war. Aber warum haben sie es dazu gemacht? Verstehe es nicht. Ja, verstehe ich auch nicht. Das ist bestimmt was drin, was die Leute klauen könnten. Da ist Jesus und daneben dran war die Tür. Das Werkzeug oder irgendwas drin gewesen. Wahrscheinlich. Die hier gearbeitet haben, müssen sie sich vorstellen. Dann haben sie auch abgesperrt. Und da ist unser Turm. Ja, den haben sie freigelassen, Gott sei Dank. Ja. Also, was schwächer. Sagt keiner was, wenn du heute später nach Hause kommst? Also, was soll ich sagen, Alter? Alter, willst du mich schimpfen, oder? Ja, stimmt. Ich habe mich jetzt auch irritieren lassen. Was? Ich habe mich hier irritieren lassen. Das Ding ist jetzt leer. Welches? Kopf? Ja. Scheiße. Hast du die Batterie noch dabei dafür? Ich muss aufladen. Wann? Jetzt, oder? Ja, mit dem GoPro. Ach, wenn wir im Auto sind, reicht doch. Okay. Du hast doch langen Laden. Ja? Reicht doch. Ja. Kannst du mit der laden, wo ich hab. Ja, es reicht jetzt erstmal. Also gut. Das ist ja genug beleuchtet. Es ist richtig. Ja, die arbeiten noch hier oben fest, ne? Ja. Was wir wieder mal erleben jetzt bei hier. Ja. Ist cool, oder? Ja. Und keine Gespenster, keine Geister, nee. Keine Dämonen. Nee, ein bisschen Geräusche hast du gehört, aber mehr war nicht. Das waren die Tiere, Charlie. Keine Ahnung. Aber einmal hat es geheißen. Psch. Ja, es war in der Kleinen leise. War zu laut. Ja, vielleicht sollen. Vielleicht schaltet es hier wo da runter. Keine Ahnung. Aber von unten kann es keiner hochschreien. Wir sind runtergelaufen, ja? Ja. Und da war ich so laut. Und da hat jemand irgendwie gesagt, zerleiche.
Geister. Da ist ruhig einfach nur eine Leiche. Teil Leiche. Teil Leiche, Teil Leiche, ja. Das heißt nicht, wenn die ruhig sind, dann ich kann nicht so laut sprechen. Wahrscheinlich. Vielleicht, wenn man zu laut wird, kommen noch welche Leute hoch oder was? Keine Ahnung. Wir sind ja mitten auf dem Berg. Ja. Genau. Und leuchten. Weißt du nicht, was für Xindel oder was Leute da hochkommen oder was Leute, was für. Keine Ahnung, weiß man nicht. Was für Wesen hochkommen oder was? Keine Ahnung. Was so laut. Wir sind ja mit auf dem Berg. Wir sind ja im Präsentierteller. Ja, normalerweise ja. Also normalerweise ist der Burgrinder nicht so auf dem Präsentierteller. Die ist ja mitten auf dem Berg. Also du bist hier, hast einen schönen Blick gehabt, du hast gerade toll gesehen. Ja. Und wenn wir hier oben waren und geleuchtet haben und laut waren, haben sie uns alle gesehen. Ja, genau. Und die haben ja wahrscheinlich, ja, guck. Uhrzeit? Ja, es halt über 22 Uhr rum? Nachtruhe? Ja. Nicht, dass da einer mit der Polizei hochkommt, dann hat er es halt zu laut. Ja. Hast du Ausweis dabei? Nee, siehst du? Jetzt nicht, das ist ein Auto. Ja, hast du da dabei? Immer. Okay. Immer wenn es zu spät ist, ne? Ja. Habt ihr, wir finden unten unser Auto noch. Genau. Stell dir vor, wir jetzt, wo wir das Ding wie runtergegangen wären zum Turm, da bist du vielleicht unter mir hier gestanden oder so. Oder Wesen, Dämon oder sonst was. Ja. Der hat mal alles geschaut. Er ist ja auch nichts Meier. Was hast du da gemacht? Ja. Was sollen wir machen? Wir können uns doch verteidigen. Wie denn? Attacke? Attacke? Ja, was willst du machen? Mit den Füßen, Hände? Ja. Verteidigen. Ja, rausrennen. Hä? Rausrennen, versuchen rauszugehen und mal. Ja, wegschubsen. Die Kreuzzeichen raustun, alles. Wenn ein Dämon ist oder böse Leute. Ja. Schubst du das mal weg, sagst, machst du ganz groß und schubst du weg und dann, komm, ja, Freddy, komm, wir hauen ab, schnell runter zum Auto, renn, renn. Ich glaube, du bist der Schnellste von uns. Ich schaff das gar nicht mehr so. Ja. Ich war echt, ich hab uns so ein bisschen zu alt. Ich mach gerne Scheiß mit und so weiter, aber. Ja, trittigerweise, wenn du sagst, das ist so laut, weißt du, das kann, weil jetzt haben wir oben waren, ein Kumpel, ja. Da waren wir auch mit richtig beleuchtet und alles. Da hat auf einmal mein Handy so eine Warnung gemacht, wie Hitzewarnung. Das war auch nicht normal. Das war auch so, und vorne, wo wir einen Parkplatz gesucht haben und da geparkt haben, sind mal Frauen entgegengelaufen und die haben gesagt, die haben einen Partyfeier, keine Ahnung, Jungsabschiedfeier. Frauen, das waren junge Frauen, die haben gesagt, ja, was sucht denn? Da oben gibt's keine. Wir wollen zur Dorine, ja, die ist da oben, aber da gibt's keine Geister. Haben die gesagt, da werden ja keine Geister finden und wir haben ja nichts gesagt von Geistern. Wir haben gesagt, wir suchen eine Dorine. Mhm. Und die haben gesagt, da gibt's keine, wird da keine Geister finden. Hä? Wie kommen die auf Geister? Haben die was erwähnt davon? Und wir waren nie auf der Suche nach Geister. Ja, das kann man mal aus dem Weg gehen, brauchen wir nicht. Also jedenfalls ist es besser mit die Henne-Ruine. Ja. Und da drüben wohnen ja schon die Leute. Das ist ja durchaus. Also du hast irgendwas gehört, was war da leise? Ja, leise. Ja, ich war zu laut. Ja, aber wer, da wissen wir es doch keiner. Wer ist denn da? War keiner gewesen? Keine Ahnung. Es war nur, wo wir runtergegangen sind. Da wollte ich ein bisschen laut war. Das hat ja gestimmt. Ja, und, das, und die Uhrzeit hat gepasst. Ja, und da hat es nur keine leise. Einer war da irgendwas gewesen und es war ihm zu laut. Kann sein. Oder was wir nicht gesehen haben. Auf. Keine Ahnung. Ob Mensch, ob Geist, Dämon, keine Ahnung. Oder es war so eine innere Uhr, dass ich warnen will, weil unten Leute beschweren sonst. Oder wie hochkommen. Ja, oben nicht, sondern. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das war nur, weil ich zu laut war. Ja. Ja, wir sind mitten auf dem Berg. Ja, trotzdem. Nachtruhe wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Du weißt nicht, wie es oben, ob es runterschrollt oder wie. Keine Ahnung. Manchmal auch so einige so komisch, ne? Hä? So ein bisschen komisch dann, ne? Ja, so. Auch geht, ja, und dann auf einmal heißt es Schleiche und so weiter. Da denkt man erstmal nach, ja. Wer meint die das auch? Ne? Wer ist das und was meint er genau? Heißt Schleiche? Da will ich sagen, Zeit leise, sonst kommt noch niemand hoch oder was? Ja, genau. Aber es ist echt so,
Also in der Ruine selber nicht, aber du gehst so einen Turm runter, der ist so eng. Jetzt steht da unten jemand. Ja, da sitzt die Schicht da. Da wäre auch gar nicht, gehe ich runter. Hoffentlich steht da keiner. Ich geht da hinter, das geht da hinter, genau. Da müssen wir dann ein Stück runter gehen. Ja. Da war die Kreuzung. Und nach der Kreuzung, da unten müssen wir wieder abbiegen. Was soll ich jetzt machen? Die Schüler angucken. Jetzt ist nur da abbiegen. Hast du dich von außen gehört? Ja. Geräusche, oder? Ja, Vogel. Und unterhalb die Schreie. Ja. Ach, da müssen wir runterlaufen. Bitte. Ja, das ist sicher ein Wegzeichen. Ja. Aber schön zusammenbleiben. Und das ist ja, wir bleiben immer zusammen. Okay. Wir dürfen uns nicht trennen. Nee. Sonst sind wir einen Arsch. Ja, einer von uns ist ja nochmal. Und das ist später. Du weißt ja nicht, was auf uns lauert dann. Nee, das ist nicht. Einzeln macht lauert was. Also so zweit haben sie mehr Angst. Ich weiß nicht, ob es wie stark die Leute sind. Da muss ich noch sagen, ich habe noch mal Poliermaschine da. Die machen mit Kompressor an. Könntest du ein blenden? Ja, ich noch mal als erstes. Aber so zweit machen die erst nichts. Einzeln bist du ja. Ja, das ist gefährlich. Ja. Alles okay? Ja. Alles okay. Aber wirklich so, du warst im Turm. Mhm. Eigentlich, als der Turm ist, hast du gemerkt, das wackelt da, wenn er wieder so oben. Ich hab gar nichts gemerkt davon. Nee, mein Kumpel auch schon letztes Mal gemerkt, da wackelt wackel da. Mhm. Das ist ja ein bisschen wackelig, aber wenn du runterging, hast du Angst, dass du da unten plötzlich einer stehen könnte. Dann habe ich auch gar nicht gedacht, weil ich mich nach dir gerichtet habe. Ja, aber ich habe gedacht, so, ja? Ich gehe jetzt runter, langs, also Vorsicht, oder, und rechne, dass einer stehen könnte und dann einen Angriff bereit. Weil das ist ja, wir sind ein enger Turm und du weißt nicht, was da steht. Ja, aber wer weiß denn, dass wir schon da oben sind? Wenn wir von unten stehen hätten, dann müssen wir erst einmal hier hochkommen. Okay. Ja, da kann der Lichter sehen. Wir sind hier oben im Präsentierteller. Und, aber trotzdem. Wir sind im Präsentierteller. Die Kontrolle, wenn du Licht anmachst, siehst du da gleich oben. Ja, schon noch, aber ich glaube nicht, dass sie da uns irgendwas so gut halt. Bei dir ist es schlimmer. Warum? Du hast da Lampen und da Akku. Ich weiß nicht, wie teuer das Zeug ist. Wenn sie das abnehmen, was ist dann? Ja, das ist nicht so schlimm. Nicht? Billigzeug dann. Das nee, das kannst du alles noch verkraften. Ja, ich sag ja, das Billigzeug ist ja gut. So teuer ist das auch nicht. Ist alles versichert. Die Lampen sind nicht so teuer gewesen. Die waren vom Nittel. Die Kamera vom Mittelmarkt und die war versichert. Okay. Ist auch versichert. Ja, dann ist ja gut. Ui. Na, stell dir mal vor, du gehst runter und plötzlich steht ein Dämon oder was? Ja. In den engen Raum hast du ist eher die Angst da, als wie bei oben in den Raum, wo die Kirche ist. Oder nicht? Ja, normalerweise ja, weil die Wege sind hier auch nicht kaputt gewesen. Das Komische ist halt, dass es so oft abgebrannt ist. Das war eigentlich nicht. Weil sowas habe ich nie gehört. Dreimal eine Ruine hingebaut, dreimal gebaut. Ja, dreimal gebaut. Einmal, erst war es eine Burgruine, dann ein. Dann wurde das Kloster zerstört. Dann Kloster und dann war es eine normale Kirche, wo abgebrannt ist. Ja. Das verstehe ich nicht. Wenn irgendwas das nicht mit Nikolis beeinflusst hat oder was? Das nicht wollte. Ja, das stimmt. Vielleicht ist es oben auch ein negativer Platz oder sowas. Kann alles sein, das ist ja die Zeit. Und das ist eine Frage, warum haben die Kirche noch so gut erhalten? Die meisten sind dann noch, stehen dann noch die Grundresten da. Meistens waren sie eigentlich nur von der Kapelle oder Kirchenruine, nur die Grundresten, oder? Ja, klar. Und kein Dach mehr und sowas. Also jedenfalls haben sie das Dach nochmal hergerichtet. Ja, das Dach wird auch gewartet. Das haben sie nochmal hergerichtet. Offiziell. Und drin hast du ja eine Lampe verbrennt und noch Kirchenzeug noch drin ist. Eine rote Kerze verbrennt. Und noch Kirchenzeug noch drin ist. Ja. Und die war noch weg. Mich erinnert es einfach an diesen Wildenberg. Nee, an den Klingenberg.
an diesen Anneliese Mickel, wie heißt, mit dem Grab, wo der Mumm besessen war angeblich. Und sowas, wo dann das Grab ja auch so ein Ding drin, was so ein Kreuz drauf ist, weißt du schon? Das Exorzismus. Ja? Okay. Der Film. Ah ja. Und das war ja echt, hat er ja in Klingenberg gespielt. Und da ist auch ja Grab und alles. Kann man alles danach. Ja. Und da gibt es auch ein Video, wo sie das eine Grab rausholen wieder. Weil so eine Nonne irgendwo in Italien gesehen ja, hat, ja, dass die gar nicht verwest ist oder sowas. Und die haben sie nach 2,5 Jahren rausgeholt und haben sie festgestellt, sie ist gar nicht wie heißt das? Verwest und sowas, ja. Da haben sie wieder reingetan. Genau. Die haben sie wieder Grab reingetan. Du siehst nur ein Video auf YouTube, wie sie rausholt, das Grab. Ja, aber ich hatte doch jemand mit reingelegt. Ja, keine Ahnung. Jedenfalls, wir sind ja nicht weit weg. Du meinst von dem Grab? Ja, von der Miltenberg ist ja nicht weit weg. Das ist bei Miltenberg. Ja. Und dann die andere Burgrine bei Kollenburg, ja, wo der Nebel hochgekommen ist, dass wir noch abends dort waren. Ah, oh, bin ich so praktisch lange. Und dann die andere, die Henneburg, abends. Ja. Ist auch schön. Was ist, wenn das alles mit der, das hier zu tun hat, alles mit der, und die auch damit zu tun hat? Mhm. Alles mit diesen Anneliese Mickel oder was? Keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Wer wäre mit dir mit der Hochgang um der Zeit hier? Du? Keine Ahnung. Der Basti, der auch in der Zeit hier oben? Keine Ahnung, wer Zeit hat. Wer nee. Lust hat, wer sich traut. Achso, traut er sich? Bestimmt. Das ist so. Muss auch Zeit haben, muss auch arbeiten. Nein, ich meine, der mit dir hochgekommen. Ja, er war schon mit oben und die Sonnenzeit. Ja? Leider schon, haben wir wieder was gemacht. Ah, okay. Letztes Jahr, glaube ich, war es ja. Letztes Jahr, ja. Genau, in der Nikolauszeit, der Weihnachtszeit. Mhm. Da habe ich meine Nikolausmütze aufgehabt oder sowas. Oder Neujahrsmütze. Du weißt doch, wenn die Adventszeit beginnt, dann habe ich meine Nikolaus-Weihnachtsmütze oder Nikolaus oder ja, diese rote Mütze oder blaue Mütze auf dem. Und der Weihnachtsmarkt in Würzburg hat gestern Radio Gong gesagt, der findet wieder eine volle Länge statt. Ja. Und sogar am 25. November. Oh. Fängt ja schon an. Achso, 25. Okay. 25. Ja. November in voller Länge, wie früher. Ja, ist gut. Ja, haben sie gesagt, völlig gut. Oh, wir sind schon unten gleich. Ja. Haben wir es geschafft, unser Abenteuer. Ja. Und wir haben es überlebt. Ja, und keiner ist gegangen zum Glück. Ja. Und wir sind hoch angekommen, also nicht runtergerollt, also wir gefressen haben. Ja, ich hab echt gedacht, also den Turm, den Roller machen wir. Wenn wir zusammenschützen können, wir gehen hoch und der schützt zusammen mit uns. Wir haben gedacht, wir stehen in Holland. Holländischer Käse wird gerollt. Da kommt der Flieger Holländer. Der holländische, ich fliege jetzt schon. Danke. Oh, nee. Cool, du fliegst jetzt schon. Du auch? Na. Aber ich bin gerade voll weggerutscht. Ach, die Scheiße, was ist jetzt schon wieder an? Das musst du nachschauen, wer angerufen hat. Genau. Ah, der Burggeist. Sag alles okay. Nein. Sag alles okay. Alles okay. Ich scheiße jetzt in die Hose langsam. Was ist was? Alles okay. Ich scheiße gleich in die Hose. Ich habe mir das Bild geschickt. Oh, das Bild, wo wir aufgenommen haben von diesem, weißt du, diese Figur oder so. Ja? Von Nebel. Ja? Hast du aufgenommen? Ja, und hat einer gefragt, ob es ein zugeschickt hat, gefragt, ob es ein Tornado ist. Oh, geil. Ein Tornado. Geil, oder? Ja. Das war kein Tornado, das war eigentlich ein Mann ausgeschaut, oder? Ja. Er sagt, genau, das waren da und der Richtung. Da ist es doch. Ja. Er sagt in der Richtung. Genau. Er sagt, es von da reingehen. Ups. Da ist er doch noch. Stimmt ja, du hast recht. Den habe ich gar nicht gesehen. Oder da wollte ich nicht sehen. Oder er möchte mich nicht sehen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nur eins, unten leuchtet mein Herr Graf. Genau. Und oben leuchten die Sterne. Und hier leuchten wir. Ja. Und das war wieder ein Abenteuervideo mit euren Abenteuer Justus König. Als bekannt als Indiana Jones der Hunter mit seinem Kumpel Freddy Krüger und Jürgen Graf. Ja! Yeah. Graf! Haben dieses Abenteuer überstanden. Hey, so. Gotthard Ruine. Power auf. Power.
ja, auf unsere Tour. Power auf unsere Tour. Daumen hoch. Ja. Dann wollt ihr uns loben. Yeah. Macht ihr auch einen Daumen hoch? Werden wir euch loben? Ja, wir loben euch auch. Ja. Ja, wir sind die Coolsten. Wir sind die Coolsten. Jedenfalls wünsche ich euch allen eine gute Nacht und ein schönes Wochenende. Lernt zu und passt auf. Bis zum nächsten Video. Euer Justus. Over and out. Viel Grüße aus Ammerbach. Bitte, wir machen dann gleich unser nächsten Abenteuer. Bleiben Sie dann einfach gespannt. Das sind wir. Wo sind denn unsere restlichen Freunde? Wir sind ja 5 Freunde. Sind. Wir sind 2 und wo sind die anderen 3? Ja, das kann ich jetzt sagen. Ah. Eine, die sind ja schon da unten. Ne? Ja. Die anderen Tiere sind da drin. Oder willst du sagen, wir haben jetzt das gefressen, also das Auto sind als Freund und wir sind eher als doppelt, weil wir es gefressen haben? Ja, das kannst du auch sagen. Jetzt musst du denken, wir müssen leise sein, wir sind hier im Wohngebäude. Nicht, dass sie hier rauskommen, ich Lärmbeschädigung. Wir haben ja schon 2, wir haben fast 23 Uhr. Dann machen wir jetzt die Kamera aus. Du musst dir das vorstellen, das ist ja das Auto, mit dem wir fahren. Ja, genau. Mach das aber selber alles. Ich hab's da eingestellt nach oben drauf. Schau auf, können ich bin immer noch da oben drauf, ja, wenn keiner fährt. Bip, 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 bip. Oh, jetzt geht es in der Unterhose. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Nein. So. Alles okay? Alles okay. Alles ist gut, bloß wenn wir wild sind. Ja, muss ich mal schlafen. Aber wir reden nicht darüber, wir schneiden darüber. Ne? So, jetzt geht's los. In welche Richtung? Erstmal runter. Ach, runter das Auto? Runter, schau mal, runter. Runter und das Auto. Ja, und das Auto, los, runter das Auto. Ja, alles runter das Auto. Sag mal, so Leute, auf Wiedersehen. Ciao, bis nächstes Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen. Weiter, Jungs. Jetzt kann er ruhig schlafen. Jetzt kann er wieder ruhig schlafen. Hallo, wir sind George, Julian, Dick und Anne. Und zusammen mit Timmy, dem Hund, sind wir die 5 Freunde. Aber niemals überheblich, hinten unterschiedlich und doch irgendwie ganz ähnlich. Wir sind doch massiv, wir gehen trotzdem geradeaus. Hör auf dein Herz und folge deinem Bauch. Manchmal läuft alles nach Plan, manchmal nicht. Wir laufen trotzdem weiter mit dem Lächeln im Gesicht. Wenn wir fallen, was sonst spielt das Leben neben. Wir stehen wieder auf, lassen uns nicht unterlegen. Manchmal geht es steil nach unten, manchmal bergauf.
zu lösen ist. Hoch in dem alten Schloss oder im Schmugglernest. Fünf Freunde, das sind wir. Julian, Dick und M, George und Timmy, der Hund. Fünf Freunde, das sind wir. Wir kommen schnell herbei. Fünf Freunde.